Schild, 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 danke. Nein, 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 nein. Oh. Kann ich nicht die Konsole mal ganz kurz betätigen? Ja, das musste so. Und gute Nacht, Tobi. Ja, das war jetzt ungünstig. Ach Gott, ich kann da nicht durchbrüllen. Das hier ist ein bisschen abusing von irgendwelchen Game Mechanics, die glaube ich so gar nicht geplant waren. So. Warte nach, komm, komm, komm. Puh. Ja, egal, es packt wieder rum. Das muss die Konsole sein, mit der man die Fräse aktiviert. Die Frage ist, wollen wir das? Das lief ja bisher nicht so gut. Jetzt holen wir uns erstmal noch mehr so einen Bot ab. Weil da unten ist eine Konsole, die ich damit aktivieren kann. Hey, Junta, komm her. Fein, nicht Fifi, ja komm. Ja, fein. So. Do it. Do your job. Okay, Daten noch und Löcher. Hier noch irgendwas? Nope. Dann nehmen wir noch das hier mit. Das ist echt kein Datenkern. Hätte ich nämlich jetzt vermutet, dass hier irgendwo ein Datenkern ist.
Aber dem war nicht so. Oh, jetzt muss ich das hier noch aktivieren. Shit. So, dann weiß ich, dass das hier muss. So, irgendwie wollte ich mich dieses Zeichen dorthin setzen. Nee. Yep. Und hier fährt noch das. Ja gut, die war ja. Hey, so langsam habe ich den Bogen. Mehrere Mechanismen werden aktiviert, aber ich kann nicht sagen, was sie bewirken. Ha. Gehen wir zurück an die Oberfläche. Das will mich nicht töten, das Gewölbe? Wie unspektakulär. Ist das da vorne unser kleiner? Warte mal, warte mal, warte mal. Sie sieht aus, als könnte hier vielleicht noch was rauskommen, ne? Wir gehen hier später nochmal hin. Wenn sich rausstellen sollte, dass hier wirklich noch sowas ist. Und rauf da. Zack, 0,3 Millisievert Strahlung. 0,0003, so. So, da scheiße ich jetzt mal über alles. Wir machen jetzt noch. Wir gucken mal, wo wir noch hinfahren. Jetzt, wir fahren auf jeden Fall mal noch runter zu. Scheint alles unverändert zu sein. Bist du sicher, dass wir die Fräse aktiviert haben? Die Mechanismen liegen tief unter der Erde, weshalb die Auswirkungen nicht sichtbar sind. Im Laufe der nächsten Monate wird die Helium-3-Produktion jedoch drastisch ansteigen. Nicht schlecht für einen Planeten, den wir schon abgeschrieben hatten. Die Lithium nehmen wir mal mit. Haben wir hier sonst irgendwas? Magnesium. Okay, werde ich hier ein bisschen aufpassen. Wo wollte ich denn jetzt hin? Die Balance in die Mine, da wollte man jetzt erstmal hin. So schön dieser Planet auch ist, wie immer hat man sich auch an dem satt gesehen. Leider. Also ich muss sagen, ich sehe mich an diesem Planeten Mass Effect Andromeda relativ schnell satt, weil sie so eintönig sind. Aber noch geht. Zup-di-up-di-dup-di-du. Vetras Schwester hat gesagt, dorthin hätte man einige entführte Siedler gebracht. Vetra hatte alle Einzelheiten. Ach ja, warte, aber ich kann diese Mission nicht machen, solange ich Vetra nicht dabei habe.
Ah, da vorne haben wir dann Außenposten. Aber kann schon dem meine Crewmitglieder ändern? Das ist jetzt die Frage. Genauso wie, wo ist dieses Scheißding eigentlich? Hier hinten. Oh, ich liebe dieses Rumgetrifte. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt. Die Strahlung an der Oberfläche wird sie töten, Pathfinder. Es ist nicht ratsam, den Nomen zu verlassen. Wie kann ich denn hier mal... Gar nicht. Ja, toll, danke für diese Info. Dann gehen wir jetzt dorthin. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface nicht gut extrahieren. Was los? Bisschen Action. Aber irgendwie steht Carl nicht so auf Action. Joel ist schon eingeschlafen. Der ist ja, was das angeht, komplett locker drauf. Hui. Oh, ja, das war eine ungünstige Landung. Nee, 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 nee. Oh shit, da muss ich gar nicht, muss ja da lang. Okay. Mal so irgendwie halb in die Kuppel gebackt. Hinten habe ich was rumlaufen gesehen, hinten läuft doch was. Keine sauberen Schüsse, Carla. Es gibt nur gut ausgeführte Schüsse. Nope, das bringt nichts. Kann der durchschießen? Nein, ich habe keine Durchschlagsmod. Damn. Köpfe raus. Zu dem Thema. Wo ist die Sau?
Wo sind die so hier? Mhm. Ah, da oben läuft er noch rum. In der Nähe befindet sich ein weiteres Datenpad Pathfinder. Ja, das ist doch super. Sie kriegen ja hier um 3. Fertig sind. So. Dieser Crax scheint die Helium-3-Förderung zu leiten. Er ist derjenige, der nicht mehr lange. Der Zugangscode ist noch immer unvollständig, Pathfinder. Ich brauche noch ein weiteres Fragment. Aber das machen wir im nächsten Stream, der wahrscheinlich erst irgendwann nächste Woche ist, weil ich dieses Wochenende nicht da bin. Und nächste Woche die Klausurphase anfängt, deshalb muss ich noch ein bisschen lernen. Wie auch immer, irgendwann nächste Woche, vielleicht auch spontan irgendwann jetzt noch die Woche abends, mal gucken. Wir sehen uns dann wieder und machen hier auf H74C weiter. Und werden gucken, dass wir vielleicht auch die Turianische oder Salianische Arche endlich mal finden. Wer weiß. Bis dann, Leute, macht's gut. Ciao.